schauen wir doch mal hinter die Hintergründe. So, vielen lieben Dank für die wunderbare Einleitung. Ja, wie ich schon gesagt habe, nach Ibrahim zu sprechen ist schwierig, weil wir verändern nicht die Welt, sondern wir verändern Wohnzimmer. Wer schon in die Kapptasche geschaut hat, da liegt die Typografie-Themenausgabe drin, um die es heute geht. Sieht folgendermaßen aus. Wer das Heft noch nicht kennt, wir fangen vielleicht einfach damit an, was wir normalerweise machen, wenn wir nicht über Typografie schreiben. Wurde 2009 entwickelt von Lucy Heselich, Grafikerin bei Independent Media Design, wird gestaltet zusammen mit Marta Olesniewicz und ich darf als Chefredakteurin mitmischen. Wir waren das erste Magazin der aufkommenden Do-it-yourself-Bewegung in Deutschland. Also inzwischen ist das ja schon total normal, dass überall gebastelt und gestrickt und gehäkelt wird. Cut war da ein Vorreiter auf dem Markt. Wir erscheinen zweimal im Jahr bei Independent Media Design, produziert und mit 146 Seiten. Wir nennen das immer ein Mode-Do-it-yourself-Heft, worunter sich erstmal niemand was vorstellen kann. Also wir sind nicht in dem Sinne ein Frauenmagazin. Wir haben zwar Modestrecken, es geht viel um Mode, wir interviewen Designer. Wir machen aber auch Dinge selber viel, sind aber auch kein Bastelmagazin. Deswegen, wir sind nicht so ganz Fisch und Fleisch. Die Leute wissen nicht, in welche Schublade sie uns stecken wollen. Ich finde aber, das macht sehr viel, trägt sehr viel zur Besonderheit dieses Magazins bei. Das Wichtigste bei uns ist, dass wir immer einen extrem hohen Designanspruch haben. Also die Layouts sind händisch hergestellt, da ist wahnsinnig viel Herzblut dabei. Wir stecken teilweise Tage in einen einzigen Artikel, um den zu gestalten, weswegen wir auch viel von Leuten gelesen werden, die überhaupt nichts mit Selbermachen zu tun haben. Also viele Grafiker, Gestalter, Fotografen lesen das Heft, die nie im Leben eine Lampe betonieren würden und finden es trotzdem schön. Damit man mal so kurz einen Einblick bekommt, was da normalerweise passiert. Das hier war zum Beispiel unsere 12. Ausgabe, wo es um das Thema Stricken ging, unverkennlich, wo wir die grandiose Idee hatten, über 2000 kleine Plastikbälle von Hand mit Wolle zu umwickeln, um dieses Shooting durchzuführen. Das war ein unsagbarer Schuss ins Knie, es hat ewig gedauert, die ganze Redaktion hat nach Klebstoff gestunken, aber das ist so ein bisschen das Prinzip, wenn wir eine Idee haben, dann möchten wir das immer entsprechend umsetzen, dass das dann im Endeffekt auch was hermacht. Entsprechend war das bei unserer Marmorierstrecke, es ging um das Thema Marmorieren, also alles, was man da so sieht, was die Dame trägt, haben wir selbst gestaltet. Da war auch komplett alles von Hand hergestellt. Also da stand in meinem Flur ein riesiges aufblasbares Planschbecken, wo wir diese Klebemischung angefertigt haben, um dann sowas wie dieses Poster, was sie gerade hochhält, zu fabrizieren, um dann diese riesigen Hintergründe zu produzieren und genauso auch von Hand diese Stoffe zu bedrucken und die dann nachher eben zusammengenäht wurden. Das Besondere ist aber eben, wie gesagt, nicht nur, dass wir die Objekte selber herstellen, die in den Fotostrecken vorgestellt werden, sondern dass auch alle Layouts, also fast alle Layouts händisch produziert werden. Also hier zum Beispiel ging es um Steppen, in dem Sinne erstmal um das Steppen an der Nähmaschine. Nachher haben wir dann die Dame auch auf die Tanzfläche geschickt, wie man sieht. Und wir haben eben auch die Headline mit Nadeln und Faden hergestellt. Zum Beispiel bei unserem Reisetipp Stockholm, also es geht auch nicht immer nur um Mode, es werden auch Künstler vorgestellt, wir geben Reisetipps für die verschiedensten Städte, hat unsere Freelancerin Heidi Kral wirklich in einer unsagbaren Aktion mit einer Bedampfungsmaschine an einer Glasscheibe gearbeitet, um irgendwie diesen Effekt herzukriegen, den man in einer finnischen Sauna bekommt. So sieht also ungefähr die Arbeit von Cut im Normalfall aus. Wir haben uns sehr gefreut, als Monotype auf uns zugekommen ist, ganz explizit mit der Aussage, wir finden eure Arbeit schön, uns gefallen die Layouts, mit selber machen haben wir nichts zu tun, aber wir möchten eben unsere Schriften präsentieren. Da war bei mir die erste Frage, die ich natürlich nicht zugeben konnte, was ist denn Monotype? Mir hat der Name nichts gesagt, ganz ehrlich, ich bin Schreiberling, aber ich kenne mich nicht mit Schriften aus. Monotype ist der größte Anbieter von Schriften auf dem Markt, der hat eine riesige Fontbibliothek, 20.000 Schriften sind da dabei, Klassiker wie die Helvetica oder die Frutiga, werden hier die meisten wahrscheinlich kennen. Die haben natürlich, wie jede andere Firma auch, das Problem, wie präsentieren wir unser Produkt. Wir wollen was verkaufen. In Sachen Schrift kann man dann natürlich schöne Prospekte drucken. Man kann auf einschlägigen Fontblocks seine Schriften präsentieren, wenn da was Neues rausgekommen ist. Das sieht dann meistens ungefähr so aus.
schön mal in Kursiv, mal in Fett. Das war Jürgen Siebert von Monotype aber nicht genug. Er hat gesagt, wir möchten gerne Schrift am lebenden Objekt quasi präsentieren. Wir hätten gerne ein Magazin, was sich komplett unseren Schriften annimmt und die im aktiven Einsatz quasi im Praxisgeschehen präsentiert. Er wollte also keine plumpe Anzeige schalten, wo dann eine Doppelseite Monotype ist, sondern er wollte im Grunde genommen ein 146 Seiten Advertorial haben. Da gehen bei der Redaktion natürlich erstmal alle Alarmglocken an. Also um Gottes Willen, da kommt jemand von extern, der dieses ganze Heft sich aneignen möchte, wo ein Thema übergestülpt wird, was sich die Redaktion nicht ausgesucht hat und wo man auch die Sorge haben muss, interessiert es unsere Leser überhaupt? Also wir haben mit Typografie nichts zu tun in dem Sinne. Wir haben Modefans, Bastelfans, wie auch immer. Ist es nicht eine Gefahr, dieses Heft diesem ganzen Thema unterzuordnen? Und gleichzeitig muss man natürlich auch fragen, da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Perspektiven. Also die Leser zum Beispiel, die jetzt keine Ahnung von dem Thema haben. Typografie ist ja wirklich sehr speziell. Und wenn Monotype aber damit quasi als Werbeobjekt zufrieden sein möchte, muss es natürlich einen extrem hohen Anspruch erfüllen. Jetzt hatten wir den Vorteil, dass wir in der Redaktion beide Lager vertreten haben. Ich als ultimativer Typografie-Neuling und die Grafiker, die sich natürlich damit auskennen. Das heißt, wir hatten eigentlich eine ganz gute Kombination, um dieses Thema uns anzueignen, weil ich immer sagen konnte, okay, verstehe ich nicht, macht für mich keinen Sinn, finde ich langweilig. Und die Grafiker aber sich auf jeden Fall austoben konnten, was ihre Umgangsweise mit Typografie anbelangt. Konkret sah das bei uns folgendermaßen aus, dass wir versucht haben, Typografie auf drei verschiedenen Ebenen umzusetzen. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass es ein dankbares Thema ist und haben gesagt, okay, wir wollen das auch wirklich durchs ganze Heft durchziehen. Das heißt, wir haben gesagt, wir möchten inhaltlich, was die Do-it-yourself-Themen anbelangt, Typografie-Themen wählen, also die Dinge, die wir selber herstellen. Wir möchten den Leser aber auch abholen, dem erklären, worum es überhaupt geht. Also das heißt auch wirklich erklärende Dinge ins Heft einarbeiten. Und dann natürlich nicht zuletzt auch das konkrete Layout logischerweise mit Monotype-Schriften umsetzen. Wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass das wirklich sehr dankbar war, weil man Typografie einfach hervorragend auf den verschiedensten Arten und Weisen zum Selbermachen nutzen kann. Also wir haben zum Beispiel dann das Thema Prägen gewählt, wo wir schön mit Hammer und Schlagstempeln die verschiedensten Dinge geprägt haben. Also es war wirklich vom Windlicht über den Würfelbecher, wir haben in Papier reingehämmert und haben sogar Seife geprägt. Wo man gemerkt hat, wie man mit Schrift umgehen kann, welche Effekte das alles erzielen kann. Meine absolute Lieblingsstrecke in dem Heft unter dem Titel am Anfang war das Wort. Da haben wir uns dann wirklich ganz konkret mit den Buchstaben auseinandergesetzt, indem wir sie schlichtweg selber gebaut haben. Also die Strecke lief über 6 Doppelseiten. Es war von verschiedensten Größen, haben wir da die Buchstaben hergestellt. Also hier zum Beispiel war der Opener, wo man wirklich sehr gut sieht, was überhaupt mit Perspektive alles machbar ist. Also das, man hat am Anfang noch gar nicht wirklich gesehen, worum es eigentlich geht. Und das W kam dann quasi erst auf der nächsten Seite. Und das war für uns, für die Redaktion auch ein wahnsinniger Lernprozess, weil wir natürlich selber normalerweise keine Schriften gestalten und dann aber gemerkt haben, wenn da nicht wirklich alles parallel ist, wenn da nicht exakt die Höhe von dieser Buchstabenserife stimmt, dann haut das alles nicht hin. Also zum Beispiel hier bei dem O, da haben wir, glaube ich, eine Stunde haben wir versucht, an dieser Außenlinie zu arbeiten. Also da oben kommt noch so ein Henkel von einer Tasche rein, da unten liegt eine Socke und es hat einfach nicht hingehauen und wir wussten nicht, woran es liegt. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, es liegt überhaupt nicht an der Außenlinie, sondern es liegt an diesem Wollknäuel, was da drinnen liegt, dass diese Schrift nicht hinhaut. Wir haben uns also selbst beim Selbermachen sehr intensiv mit dem Thema Schrift beschäftigt, mussten auch selbst die ganze Redaktion Hand anlegen beim Bauen und Gestalten dieser Buchstaben. Und so ein T war dann irgendwie auch nur noch eine halbe Sache, als unsere Charlotte dann nicht mehr drin stand. Gleichzeitig haben wir, wie gesagt, versucht, die Leser abzuholen. Wir haben versucht, Typografie zu erklären und zu ermöglichen, dass diese Beschäftigung mit Schrift auch unter einem gewissen Basiswissen stattfindet. Wir haben das zum Beispiel gemacht über eine Doppelseite, die wir am Anfang im Heft eingebunden haben, wo es so einen kleinen Crashkurs gab, wo bestimmte Begriffe erklärt wurden, wo auf Dinge aufmerksam gemacht wurde, dass einfach die Leser dafür sensibilisiert werden, worum es denn eigentlich geht und auch
an dem Entstehungsprozess von dieser Ausgabe beteiligt werden. Also dass es nicht einfach ihnen so vorgesetzt wird wie eine Tatsache, sondern dass man sie abholt und sagt, schaut her, das wird uns über die nächsten 146 Seiten beschäftigen. Es war auch intern eine Herausforderung, gerade diese Seite, weil wir zum Beispiel einen kleinen Kampf mit unserer Korrekturleserin hatten, die beharrlich dreimal aus der Dikte die Dicke gemacht hat, weil sie gedacht hat, das wäre ein Rechtschreibfehler. Besonders wichtig war uns bei solchen Dingen, dass die Sache immer unterhaltsam bleibt. Also die größte Gefahr bei so einer Themenausgabe ist ja, dass der Leser das Heft in die Hand nimmt und sagt, ach, das Thema interessiert mich nicht, und der legt das ganze Heft einfach wieder weg. Deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir Schrift aufbereiten, wie können wir gerade solche Basics transportieren, dass sie auch für Menschen interessant sind, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Ein Beispiel dafür war ein Interview, das wir mit einer Schrift geführt haben, also vielleicht das erste imaginäre Interview mit einer Schrift, man weiß es nicht, und zwar die FF Herz haben wir uns ausgesucht, und da haben wir zusammen mit dem Schriftentwickler Jens Kutilek eben dieses imaginäre Interview geführt, weil wir dachten, es ist einfach wesentlich unterhaltsamer, wenn man solche Aspekte wie, dass Serifenschriften jetzt nicht mehr in Mode sind, Google hat sein Logo verändert, die Schrift klagt dann so ein bisschen, wie schwierig das ist, wenn man in E-Books dargestellt wird, wo man wesentlich dicker wirkt, und wenn man dann mal wieder gedruckt wird, dann plötzlich der Jojo-Effekt eintritt. Wir haben das also alles versucht, in einer unterhaltsamen Art und Weise zu verpacken, um solche Dinge zu transportieren, die dann nachher für das Verständnis dieser ganzen Themenausgabe wichtig waren. Nicht zuletzt kommt dann eben der Aspekt des Layouts auch ins Spiel. Da war für uns sehr angenehm, dass Monotype uns da wirklich totale Freiheit gelassen hat. Also wir hatten am Anfang, hatten die Grafiker so ein bisschen Angst und dachten, um Gottes Willen, wenn wir da jetzt an den Schriften von Monotype rumschieben, das kann denen ja nicht gefallen, sie wollen ja ihre Schriften bewerben. Und da war es wirklich toll, dass sie gesagt haben, nee, wir möchten, dass ihr genau so layoutet, wie ihr im Normalfall layoutet, weswegen dann solche Schriften hier dann einfach mal schön in die Länge gezogen wurden, weil es in diesem Artikel eben um dehnbare Stoffe ging. Martha hat dann den Pinsel geschwungen und hat zum Beispiel für das Interview mit dem Designer hier in Lee in den Farbtopf gegriffen. Es wurden Collagen aus Papier angefertigt von unserer Freelancerin Anna Schlecker. Und wir haben als roten Faden, eben auch um immer wieder dieses Typo-Thema durch das Heft durchziehen zu können, haben wir zum Beispiel vermerkt, welche Schrift jeweils bei diesen Artikeln verwendet wurde. Das sollte wie so eine kleine Fußnote sein, mit Papier, mit Bleistift vermerkt, nicht so aufdringlich, aber doch, dass man immer wieder merkt, ah ja, gut, es geht ja um Typografie, selbst wenn es jetzt bei diesem Artikel zum Beispiel jetzt konkret um den neuseeländischen Designer ging. Deswegen war das dann auch bei so Dingen wie bei dem Interview mit der FF Herz, was wir gerade gesehen haben, uns auch sehr wichtig, dass wir wieder diesen händischen Aspekt mit reinbringen. Da hat Anna zum Beispiel dann von Hand dieses Plastikmodell von dem Herz bemalt, was ich wirklich ganz hinreißend finde. Und unsere Freelancerin Ronja hat zum Beispiel einen echten Buchstabensalat hergestellt, was jetzt wahrscheinlich für die Übersetzer so ein bisschen schwierig sein dürfte. Und haben da wirklich in einer hinreißenden Handarbeit eben aus Obst und Gemüse diese ganzen Buchstaben ausgeschnitten, um dann die Leser aufzufordern, ihre eigene Schrift zu gestalten. Also das war uns auch wichtig, dass wir auf verschiedene Art und Weisen versuchen, den Leser einzubinden, die zu ermutigen, die Dinge, die wir jetzt in dem Heft präsentiert haben, auch selbst umzusetzen und dann wunderbare Typopreise zu gewinnen. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie können wir das auf dem Cover transportieren. Das Cover ist ja immer so einer der kritischsten Punkte. Wenn man das noch nicht hat, dann kann man nicht mehr schlafen vor der Abgabe. Und uns war klar, wir müssen unser Thema Do-it-yourself und Mode präsentieren, aber wir wollen natürlich auch, dass es nach einer Themenausgabe aussieht. Das haben wir auch wieder extrem händisch umgesetzt, wobei wahrscheinlich nur den aufmerksamen Lesern aufgefallen sein dürfte, dass bei dem Making-of, was hinten im Heft war, die Hände noch rot waren. Und auf dem Cover waren sie dann blau. Wir haben nämlich dann gemerkt, dass es wirklich aussieht, als ob wir Blut an den Händen hätten. Und das war natürlich nicht ganz so vorteilhaft.
bei all diesen Basteleien und diesen kleinen schönen Spielereien muss man aber natürlich auch sagen, dass so eine Kooperation vor allen Dingen auch ein Geschäft ist. Da müssen beide Partner was davon haben. Für Monotype war es eine gute Möglichkeit, ihr Schriftsortiment zu präsentieren. Es war etwas was Besonderes. Es hebt sich ab von den Dingen, die man normal mit Typografie machen kann. Was für uns toll war, war, dass sie gesagt haben, es ist uns egal, dass ihr ein Do-it-yourself-Magazin seid, weil ich jetzt auch von Jürgen Siebert gehört habe, dass sie oft die Frage bekommen haben, wieso macht ihr das denn mit so einem Heft? Die Leser, die kaufen doch überhaupt keine Schriften. Und darum ging es ihnen aber nicht, sondern sie wollten ein Heft präsentieren, was sie in Sachen Ästhetik und schön finden, was sie gerne unterstützen möchten und wo sie sagen, das ist ein authentisches Arbeitsumfeld, wo wir unsere Schriften sehen. Denn gut, auch wenn die Leser keine Schriften kaufen, jedes Heft nun mal wird noch nur mal mit Schriften gestaltet. Für uns ist es wiederum so, wir sind ein kleines Independent-Magazin mit 27.000 Ausgaben und zwei Heften im Jahr rutschen wir bei jeder Mediaplanung durch. Wir müssen schauen, wie wir uns finanzieren. Da war das natürlich eine tolle Möglichkeit, dass man mit so einer Kooperation über das normale Anzeigengeschäft hinweg auch finanziell sein Budget erweitern kann. Gleichzeitig ist es auch toll, dass wir jetzt hier zum Beispiel stehen können, dass wir über die Entourage von Monotype eben unser Blickfeld erweitern können, dass mehr Menschen Zugang zu dem Heft bekommen, die vielleicht normalerweise nicht drauf aufmerksam geworden wären. Also wir werden hier bei der Quet verteilt, bei der Typo in Berlin werden wir verteilt, wir wurden auf vielen Typografie-Seiten vorgestellt, was natürlich toll ist, und wir hatten sogar eine Doppelseite in der Januar-Ausgabe der Novum, was uns sehr gefreut hat. Wir haben auch zusammen Events veranstaltet. Wir waren bei bei Soda in Berlin, wunderbarer Laden, müssen natürlich alle bitte vorbeischauen, und haben da auch, da wurde auch wieder deutlich, wie gut dieses Thema auch zu dem Heft gepasst hat. Also wir haben, Claudia von Monotype hat eine Siebdruckmaschine, eine Druckmaschine organisiert, es gab Schriftarten zum Ausschneiden, Cut-Logos, verschiedene Buchstaben, und die Leser konnten sich ihre Taschen selber gestalten. Was für uns auch wahnsinnig wichtig ist, dass dieses Thema vom Leser auch angenommen wird und nicht als Fremdkörper angesehen wird. Schön war's. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt so eine Themenausgabe unterm Strich? Also falls hier jemand im Raum mit dem Gedanken spielt, haben wir das auf so ein paar Punkte runtergebrochen, die wir jetzt aus dieser Ausgabe mitgenommen haben. Das Wichtigste war für uns einfach wirklich, dass das Thema passen muss. Also wie gesagt, am Anfang gab es da einen großen Zweifel, ob das wirklich was Sinnvolles ist. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass Typografie zu Cut einfach perfekt passt. Also wir haben im Endeffekt auch viel mehr Artikel zu dem Thema gemacht, als wir jetzt eigentlich gemusst hätten. Einfach weil die Ideen kamen, weil es sich angeboten hat, das hat im Redaktionsablauf gepasst. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte das im Endeffekt auch wirklich nicht so gut hingehauen. Was zu dem nächsten Punkt kommt, dass wir gemerkt haben, wir können nicht so ein bisschen Themenausgabe machen. Das funktioniert nicht. Also entweder man muss es ganz oder gar nicht machen. Deswegen natürlich das Thema auch wieder entscheidend wichtiger ist. Wenn man aber was ganz oder gar nicht macht, in unserem Falle ganz, dann muss man auch selbst dabei unterhalten bleiben. Also wir hatten unzählige Ideen, wo dann es hatte zwar was mit Typo zu tun, aber irgendwie so richtig spannend fanden wir es dann im Endeffekt auch nicht. Also haben wir uns immer das Credo gesetzt, wenn es uns nicht interessiert, dann interessiert es den Leser auch nicht, dann lassen wir es wirklich lieber raus. Im Gegensatz dazu war es mir vor allen Dingen wichtig, dass wir keine Angst vor Basiswissen haben. Also ich finde immer, das Gefährlichste ist, wenn man den Leser nicht abholt. Wenn er was nicht versteht, dann kann er es nicht annehmen. Und gerade wenn es so ein spezielles Thema ist wie Typografie, dann war es mir einfach wichtig, dass man auch mit Basiswissen hochwertig umgeht, also dass man das ansprechend transportiert und da jetzt keine Angst hat und aus irgendwie falscher Eitelkeit oder Elite-Denken dann Dinge voraussetzt und den Leser dann damit alleine lässt. Für die Zusammenarbeit mit Monotype war vor allen Dingen wichtig, dass das eine Kooperation auf Augenhöhe ist. Also wir hatten am Anfang, waren wir wirklich sehr zurückhaltend, weil wir dachten, oh je, wer weiß, ob die uns da reinreden, ob man dann irgendwie zu viele Beschränkungen bekommt von diesem externen Partner. Und ich glaube, das ist so für den Arbeitsalltag das Wichtigste, dass die Kooperationspartner sich gegenseitig respektieren. Also dass die Redaktion als ein autarkes Gremium verstanden wird, die schon wissen,
wissen werden, was sie tun, da muss auch Vertrauen bestehen, die aber auch die Zielsetzung des Sponsors ernst nehmen, also wo man auch wissen muss, okay, wir möchten das bestmöglich umsetzen, dass im Endeffekt auch beide Parteien am Ende dann was davon haben. So eine Themenausgabe mit Sponsor kann definitiv eine Möglichkeit der Finanzierung sein. Also wie gesagt, uns hat das wirklich sehr geholfen. Das funktioniert aber nur, wenn das nicht die Anmaßung eines Werbeheftchens hat. Also ansonsten verliert man da sofort seinen Leserstamm. Und genauso haben wir uns dann auch am Ende gedacht, so ein Special, das muss einfach ein Special bleiben. Also wenn das Magazin nicht darauf ausgelegt ist, monothematisch aufgebaut zu sein, wie das jetzt zum Beispiel beim Dummy ist, die ja jedes Mal ein bestimmtes Thema haben, dann würde das auf Dauer nicht funktionieren. Also wir könnten jetzt nicht die nächste Ausgabe mit Thema 2 und die übernächste mit Thema 3 machen, weil das den Leser irgendwann einfach aufstoßen würde. Und im Grunde dann auch den Reiz für zukünftige Kooperationspartner dann im Endeffekt auch nicht mehr ausmachen würde, wenn so ein Heft seine Glaubwürdigkeit verliert. So viel also zu unseren Erfahrungen von der Expedition ins Reich der Themenausgabe. Bei uns war es, wie gesagt, zum Glück von A bis Z ein Erfolg. Und damit zum letzten Punkt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also neben dem Blick hinter die Hintergründe, da sage ich gleich noch was dazu, ist meine allerliebste Aussage, was ist Monotype? Die finde ich Oberaffen geil. Ich frage jetzt nicht. Du tippst nur, ja, nein, so ist es halt. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Monotype das genau macht. Insofern ist das auch eine gute Erklärung dafür. Was du gemacht hast, das versuche ich gerade nochmal mit zu erklären, nämlich, dass es eben in dieser Konferenz nicht ausschließlich darum geht, die ganz vielen tollen, schönen Beispiele zu sehen von Magazinen, die wirklich alle toll sind und man sich aber in Wirklichkeit alle kaufen kann und in Wirklichkeit auch online sich angucken kann, hat Anke wunderbar gerade zelebriert, nämlich etwas darüber zu erfahren, was bewegt die Macher, wo kommt es her, was passiert Ihnen auf dem Weg? Was ziehen Sie für Folgerungen daraus? Und du hast auch noch auf eine wunderbare Art und Weise diese Kombination, diese Kooperation zwischen Text und Gestaltung mit erwähnt. Dafür bin ich dir unglaublich dankbar und ich stelle einfach keine Frage. Total in Ordnung. Danke, Anke.